Ja, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des HBW Sportstudios im März 2013. Nun in neuem Design, in neuem Look des HBWs mit bequemen Sesseln. Bei mir nun unser österreichischer Nationalspieler und Rückraumbomber Roli Schlinger. Eckpfeiler beim HBW und mittlerweile Führungsspieler geworden. Fühlst du dich wohl in dieser Rolle der Führungsperson auf dem Feld? Ja, auf jeden Fall. Ich bin jetzt das dritte Jahr schon dabei. Und nachdem das Neuzugang jeder schwer hat, was ja bekannt ist, habe ich mich immer wohler gefühlt, je mehr Zeit vergangen ist. Und schon im zweiten Jahr habe ich die Fortschritte gemerkt und fühle mich sehr wohl, pudelwohl, möchte Verantwortung übernehmen und werde das auch in Zukunft tun. Nach letztjährigem Abgang von Daniel Sauer und Jens Bürkle haben viele Experten prognostiziert und sagen, oh, das Herz des Teams fällt auseinander, vor allem in der Kabine, im Mannschaftsrat. Es wird schwer, diese Lücke zu schließen. Nun steuert der HBW einer Saison entgegen, die vielleicht in die Geschichte eingeht als beste Saison des HBW. Woran liegt's? Wie erklärst du dir das? Ich muss sagen, ich habe auch ein bisschen Angst gehabt, weil der Jens und der Daniel waren schon sehr, sehr wichtig, vor allem als Kämpfer, als Bindeglieder zwischen Trainer und Mannschaft. Und ich habe auch ein bisschen Angst gehabt, dass die uns schon sehr abgehen werden. Die gehen uns, die sind uns schon abgegangen, aber die Mannschaft hat einfach bewiesen, dass sie einfach so viel Klasse hat, dass sie nicht nur diese Abgänge gut verkraftet hat, sondern auch die Verletzungen, vor allem von Wolfgang Strobel. Alles gut wegsteckt. Immer wieder Kleinigkeiten sind dazukommen von Verletzungen, aber ich bin sehr begeistert von dieser Klasse, die wir mittlerweile haben und glaube, da ist noch einiges Potenzial da, was wir noch gar nicht ausgeschöpft haben. Zu deiner Person, du warst jetzt längere Zeit in 2013 auch noch verletzt, bist jetzt zurückgekommen und prompt 4 Punkte HBW, Magdeburg und Gummersbach geschlagen. Zufrieden? Ja, ich habe schon gesagt, dass ohne mich keine Punkte zum Holen sind. Und wenn ich auf der Platte bin, dann regnet es Punkte. Na, ist natürlich super gelaufen. Es war nicht ganz klar, ob ich spiele bei Magdeburg. Da hat es mir noch leicht zwickt im Bauch. Ich habe mich dann kurz vorm Spiel doch entschieden, noch zu spielen, Gott sei Dank. Und war eigentlich eher für den Kopf schwierig, das Ganze damit umzugehen. Aber das Match ist ja hervorragend gelaufen und auch in Gummersbach in der zweiten Halbzeit. Und da kann man sich nicht mehr wünschen. Und deswegen glaube ich, müssen wir nicht diesen verlorenen 4 Punkten nachtrauen oder diesen ganzen Ein-Tor-Niederlagen nachtrauen. Wir haben 19 Punkte. Wir stehen so gut da wie nie zuvor und eigentlich können momentan sehr zufrieden sein. Du sprichst es direkt an, 19 Punkte momentan zu einem Zeitpunkt im März früh. So viel hatte der HBW zu diesem Zeitpunkt noch gar nie. Ruhige Zeit im Training oder eher Rolf Brack auf der Überholspur und sagt, na, jetzt geben wir richtig Gas. Ja, na, so ruhig ist bei uns nie. Vermeintlich ist immer das Gefühl, ja, jetzt können wir ein bisschen ruhiger sein, gerade wenn jetzt kein Spiel am Wochenende ist. Aber es ist ja nicht so. Ne? Wir wollen uns ja immer weiter verbessern natürlich. Und gerade in so Phasen, wo wir keine Spiele haben, da überlegt er sich noch viel mehr Neues und was man so noch nie da gewesen ist. Und deswegen wird es uns nie fad im Training. Ne? Das Ziel war, so früh wie möglich den Nichtabstieg zu realisieren, das Punktekonto zu füllen. 19 Punkte, heißt es Abstieg kein Thema mehr, wir orientieren uns eher nach oben oder sagt er, na, wir müssen nur noch schon noch nach hinten schauen. Ne? Na, also ich würde sagen, mit 19 Punkten brauchen wir jetzt nicht mehr nach hinten schauen, eindeutig. Wir haben noch einige Heimspiele, die wir gewinnen wollen, unbedingt. Wir haben noch Neuhausen zu Hause, Minden zu Hause, wir haben noch Nettelstedt zu Hause. Also wenn wir da noch irgendwas mit dem Abstieg zu tun haben, dann weiß nicht, was da passieren muss, dass das noch eintritt. Nach vorne schauen ist halt schwierig. Einstelliger Tabellenplatz ist von den Punkten her nicht mehr leicht zu erreichen. Du musst einfach schauen, dass diese 25-Punkte-Marke, dass du die eigentlich so schnell wie möglich knackst und dass du einfach diesen Punkterekord aufstellst. Und um den geht es im Endeffekt jetzt, würde ich sagen. Punkterekord, was diese Saison den HBW ebenfalls auszeichnet, was sonst in der Vergangenheit nicht der Fall war, waren die Auswärtssiege. Die Punkte in fremden Hallen waren nie eigentlich so an der Tagesordnung. Diese Saison gab es doch schon einige. Woran liegt es, dass ihr auswärts so stark seid jetzt? Also einerseits einmal an dem Selbstvertrauen, das wir mittlerweile haben, weil durch jeden Auswärtssieg hast du mehr Selbstvertrauen und weißt, du kannst einfach auch auswärts die Mannschaften schlagen. Dann durch diese Wechselerei, durch diese viele Wechselerei, was wir machen und was wir haben, können wir bis zum Schluss Gas geben. Und in letzter Zeit muss man sagen, dass dieser siebte Feldspieler in diesem Jahr einfach sensationell funktioniert hat. Also wie man das auch sieht,
Also gibt es ja geteilte Meinungen dazu, aber in den letzten Spielen und auch gerade in den Auswärtsspielen hat uns der gerade in Gummersbach die Partie gebracht. Eindeutig. Wollen wir kurz nachher nochmal drauf eingehen? Jetzt nochmal, du hast es eben gerade angesprochen, Derby gegen Neuhausen. Hinspiel wurde verloren, ist zwar noch ein Stück hin bis 20. April, wo das Derby ansteht. Denkt man da als Spieler schon dran, diese Niederlage plagt den Trainer nach wie vor, das wissen wir. Gibt es hier in den Spielern auch die in den Köpfen sagen, so, da müssen wir darauf hinhaben, das Spiel muss gewonnen werden, um alles wieder gerade zu rücken? Ja, es ist schon nach dem letzten Spiel schon. Also vor dem Neuhausen-Spiel war es natürlich, ja klar, ein Derby will man gewinnen, aber die waren einfach stärker an dem Tag und wir als Spieler haben das damals schon nüchtern betrachten können. Ziemlich bald danach, die haben einfach das super gemacht in Tübingen. Die Halle war da, haben uns an die Wand gespielt, kann man nichts sagen. Aber es ist das Ganze schon ein bisschen aufgebauscht worden, gerade vom Umfeld her, dass das vieles schlecht geredet worden nach dem Spiel, was wir halt nicht ganz so verstanden haben und deswegen wollen wir natürlich am 20. April diese Revanche und zu Hause darf da nichts anbrennen einfach. Gut, bis 20. April geht noch viel Wasser den Berg runter, wie es so schön heißt. Es sind einige Spiele im März jetzt auf dem Tableau, die gewinnen oder die machbar sind, zu Hause vor allem, die wir gewinnen wollen. Letztendlich, du hast es eben schon angesprochen, der siebte Feldspieler. Rolf wurde in den letzten Jahren belächelt, hat es immer wieder versucht und es gibt mittlerweile international wie national viele Clubs, die das auch versuchen, aber das Originale hier in Balingen funktioniert so gut wie selten. Woran liegt es tatsächlich, dass dieses A so gut funktioniert und B so schlecht zu verteidigen ist oder schwierig zu verteidigen ist? Es liegt einmal daran, dass wir das sehr, sehr oft trainieren und das wirklich jetzt mit den Spielern, die das machen, schon seit ein, zwei Jahren das halt durchwegs trainieren, regelmäßig und jeder auf seiner Position genau weiß, was er zu tun hat. Und das ist richtig, richtig eingespielt. Also da müssen sich die Mannschaften schon wirklich gut was überlegen, dass sie da ein richtiges Mittel haben. Weil wenn man die richtigen Lösungen findet, wenn die einzelnen Spieler das richtig machen, ist es momentan einfach nicht verteidigbar, sage ich, wenn man das richtig macht. Es ist nur dann verteidigbar, wenn man einfach zu früh den Pass spielt. Einer spielt den Pass zu früh, der andere entscheidet sich, statt den Pass alleine zu gehen. So Kleinigkeiten, wenn man dann einen Fehler macht, dann ist es natürlich verteidigbar. Aber wenn jeder seine Aufgabe richtig erfüllt, tun sich die anderen einfach schwer. Kommen wir einfach zu hundertprozentigen Chancen und gerade gegen Gummersbach wieder, die haben sich auch darauf eingestellt. Ich habe auch nachher geredet. Die haben gewusst, was kommt, aber trotzdem haben sie es nicht geschafft. Und das, ja, schon So soll es bleiben und auch weitergehen. Prognose, wenn du die Liga anschaust, momentan, du kennst die Liga jetzt auch schon ein paar Jahre. Wer wird Meister? Gibt es eine Prognose deinerseits? Wer wird absteigen? ja, Rhein-Neckar Löwen, wenn, sage ich jetzt nicht mehr Meister, das merkt man einfach, dass das ganze Jahr an denen gezehrt hat und die haben nicht diese Qualität wie Kiel, einfach, dass sie das bis am Ende durchhalten. Und deswegen wird Kiel ganz klar Meister wieder am Ende. Nach hinten schauen wir nicht mehr, aber trotzdem gibt es vier, fünf Clubs, die hier sich zerfleischen im Abstiegskampf. Du hast persönliche Beziehungen auch zu Neuhausen. Der Torwart ist ein Nationalteam-Kollege von dir. Wie beurteilst du da die Lage? Wer steigt ab, deiner Meinung nach? Na, ich hoffe es gerade für den Thomas Bauer, dass Neuhausen die Liga hält, dass er nächstes Jahr auch wieder in der ersten Liga spielen kann in Neuhausen. Und gerade wegen Gummersbach möchte ich natürlich, nachdem unser linker Flügelflitzer, der Raul Santos, jetzt dort ist, möchte ich auch, dass Gummersbach als Relegationsverein in der ersten Liga bleibt. Und Minden kenne ich jetzt keinen, also von mir aus. Nein, keine Ahnung. Also. Wir schauen zu, wir können es mehr oder weniger beeinflussen. Wenn wir die Spiele zu Hause gewinnen, dann haben wir auch direkten Einfluss im Abstiegskampf dann. Wollen wir noch ganz auf ein Thema eingehen, Revolution im Spielmodus. Es wird viele Jahre, Monate schon diskutiert, wie kann man den Spielmodus, die Spieltage entzerren in der deutschen Liga, um die Spieler zu schützen, mehr Entspannungsphasen zu schaffen und so weiter. Zuletzt gab es jetzt den Vorschlag eines Doppelspieltages, Freitag und Sonntag. Wie siehst du es als Spieler? Praktikabel? Oder die Gegenfrage, auch in Österreich gibt es ja Doppelbelastung mit internationalen Wettbewerben, Nationalmannschaft. Wie wird es da gehandhabt? Na, international ist einmal in Österreich die Belastung nicht so hoch, ne, weil die Vereine höchstens eine Runde überstehen und in der zweiten Runde ist dann Schluss. Da ist gerade nur die Belastung national, aber ich sage, das ist, finde ich, nicht diese Mega-Belastung. Jetzt bei mir auch, wir haben in der Bundesliga gerade viele Spiele unter der Woche mit Balingen und dazu kommt bei mir das Nationalteam und da ist die Belastung, finde ich, hält sich dann auch in Grenzen. Gerade weil wir auch mit Österreich nicht bei jeder WM und EM teilnehmen. Aber gerade bei den Spitzenvereinen wundert es mich nicht, da muss man sich wirklich was überlegen.
Aber ich glaube eher, dass man sich was in Richtung EM und WM überlegen sollte, dass das nicht jedes Jahr einfach stattfinden soll, weil da hört man immer von so vielen Verletzungen mit diesen Spielen, gerade mit Europacup, Champions League Spielen, internationalen Spielen mit WM, EM und im Olympiajahr, dass man zwei Großveranstaltungen allein auf nationaler Ebene im Olympiajahr hat, zusätzlich mit den ganzen Champions League Spielen, wo die Spieler dann auf 80 bis keine mit Vorbereitungsspielen an die 90 Spiele kommen und das ist halt verrückt. Das ist verrückt und ja, da wundert es mich nicht, dass da schwere Verletzungen entstehen. Nationalteam, ein Stichwort noch, du bist wichtiger Bestandteil auch des österreichischen Nationalteams. Zuletzt ja ansteigende Form. Die WM war leider ohne euch. Jetzt geht es in die heiße Phase der EM-Vorbereitung und Quali letztendlich. Wo siehst du das Team? Wo geht es hin mit der Nationalmannschaft in Österreich? Na, wir haben eigentlich ein sehr intaktes Team, wir haben einen super Trainer mit Patrik Johannesson und man sieht es schon, wir haben jetzt ein bisschen einen Umbruch gehabt schon. Es sind zwar noch die älteren Spieler dabei, aber es werden immer mehr junge Spieler dazuzogen. Wir haben jetzt endlich wieder einen Nachwuchs, wo Spieler rankommen, nicht nur auf den Flügelpositionen, sondern auch im Rückraum. Und das macht er ganz gut, dass er diese Spieler jetzt ranführt und das funktioniert. Diese Mischung ist gerade ziemlich gut zwischen alt und jung. Wir haben da eine schwere Gruppe erwischt mit Bosnien, Serbien und Russland. Wir waren zwar im zweiten Topf, haben aber aus dem dritten und vierten Topf mit Russland und Bosnien jeweils die schwierigsten Gegner erwischt. Aber wir wollen einfach jetzt in den letzten Quali-Spielen zu Hause gegen Serbien und Russland gewinnen und auswärts schauen, was geht. Und ich glaube, mit drei Heimsiegen hast du dann die Chance, weil die zwei besten Gruppendritten, glaube ich, steigen auch auf, hast du dann die Chance mit 6 Punkten, dass du dabei bist oder du holst vielleicht sogar noch in Bosnien was. Mittlerweile sind viele Nationalmannschaftskollegen deinerseits auch in der Bundesliga tätig. Du hast eben angesprochen, Raul Santos ist jetzt hier in die Bundesliga gestoßen. Nächstes Jahr wird einer von den Hermann-Brüdern in der Liga spielen. Bauer spielt hier, du spielst hier. Wilczynski war schon hier, Robert Weber. Eine Wertschätzung des österreichischen Handballbundes oder der Nachwuchsförderung in Österreich, dass die Spieler hier sind? Oder wie beurteilst du die Entwicklung? Ja, das ist auf jeden Fall so. Das ist einfach positiv. Das zeigt, dass wir einfach, dass da einfach jetzt mehr und mehr das Richtige gearbeitet wird, vor allem mit den Jungen. Und dass diese Mentalität ein bisschen entsteht, dass man raus muss einfach aus Österreich. Weil früher war das einfach so, es war Talent oft da, aber die Spieler haben sich da nicht getraut. Es war zu engstirnig, dass es einfach geheißen hat, bleibt halt in Österreich, weil warum müsst ihr in der zweiten deutschen Liga spielen oder in einem hinteren Verein? Auch wie Balingen in der ersten Liga, da können sie ja gleich beim Topverein in Österreich bleiben. Und das war eine falsche Anschauung über Jahre. Einfach sehr, sehr, sehr engstirnig. Und mittlerweile, natürlich, je mehr Spieler nach Deutschland gehen und je erfolgreicher die sind, da waren natürlich einige Vorreiter da, wie Viktor Szilagyi, schon damals Andreas Dittert und Konrad Wilczynski natürlich. Je mehr diese Erfolge haben und das auch nach Österreich tragen und darüber sprechen und in den Zeitungen das Ganze kommt, desto mehr trauen sich die Jungen dann auch, desto mehr wollen sie dann auch den Sprung ins Ausland schaffen. Und das ist einfach nur positiv und ich freue mich darüber. Die Entwicklung hast du eben angesprochen, es sind viele Junge mittlerweile nachgezogen worden. Nachwuchs ist die Zukunft. Letztendlich war ja oder ist bekannt, dass eben nach der EM-Quali oder vielleicht sogar nach der EM einige gestandene Spieler aufhören werden, aus dem Nationalteam zurücktreten. Wie ist deine Zukunftsplanung diesbezüglich? Also für mich ist es eine Ehre, für mein Land zu spielen. Und solange ich keine Verletzungen, jetzt keine gravierenden Verletzungen habe und irgendwie sagt, die Belastung ist für mich zu hoch, möchte ich für mein Land spielen. Und die Belastung hält sich eben, wie schon vorher besprochen, in Grenzen. Wir sind für kleinere Lehrgänge, brauchen die Legionäre nicht dabei sein. Das heißt, wir haben drei, viermal im Jahr eine Woche einen Lehrgang und diese Belastung nehme ich gerne in Kauf. Und wir haben noch einiges vor. Es ist gerade eine Aufbruchsstimmung da. Und ich möchte auch mit den jungen Spielern, ich möchte ja auch ein bisschen auch, möchte mit den jungen Spielern einfach auch arbeiten jetzt noch. Ich bin noch nicht so alt, dass ich jetzt noch über den Rücktritt mir Gedanken machen muss. Gute Einstellung spricht für den Roland, auch die Führungsperson im Nationalteam mit zu übernehmen. Letztendlich dir alles Gute auf internationaler Ebene mit deinem Heimatland und deiner Nationalmannschaft und natürlich mit dem HBW in der noch verbleibenden Runde den Punkterekord, den ihr alle angestrebt habt, dann letztendlich auch zu knacken. Dankeschön.